Ein hoher Salzkonsum ist in vielen Ländern der Welt ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. So auch in Deutschland. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung nimmt deutlich mehr als die empfohlene Höchstmenge von 5 Gramm am Tag zu sich. Zum Leben benötigt man lediglich etwas mehr als 1 Gramm. Eine Alternative können Kräuter sein. Sie sind sowohl frisch als auch trocken eine geschmackliche Bereicherung für viele Gerichte. Der 29. August ruft zum Ausprobieren dieser Idee auf. Am Mehr-Kräuter-Weniger-Salz-Tag werden Menschen dazu eingeladen, statt Salz mehr Kräuter beim Kochen zu verwenden und so auch etwas Gutes für ihre Gesundheit zu tun.